Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Besseren Zeiten, Wagenknechts Wochenschau. Ja, und weil es die letzte Wochenschau in diesem Jahr sein wird, will ich jetzt tatsächlich auch mal zurückblicken auf die größten Flops und die größten Lügen 2022. Tja, was war das für ein Jahr? Puh. Da dachten wir doch oder hofften es wenigstens, 2022 könnte wieder so etwas wie Normalität bringen. Endlich nach 2 Corona-Jahren. Wir hofften auf wirtschaftliche Erholung und darauf, dass wieder normal ausgehen, Urlaub machen, das Leben genießen zu können. Und was kam dann? Der russische Überfall auf die Ukraine, brachiale Wirtschaftssanktionen des Westens, die dem russischen Staat Rekordeinnahmen bescherten und bei uns die Energiepreise explodieren ließen, und eine an Verlogenheit und Heuchelei nicht zu überbietende Debatte des vermeintlichen Werte-Westens, in der die Wahrheit fast noch dreister verbogen und Andersdenkende fast noch ungenierter diffamiert wurden, als wir das schon zu Corona-Zeiten erlebt hatten. Aber der Reihe nach. Also im Übergang zu 2022, also vor ziemlich genau einem Jahr, da lebten wir ja noch ganz im Bann der täglich veröffentlichten Inzidenzen. Gerade begann sich die deutlich harmlosere Omikron-Variante durchzusetzen, die uns allerdings zunächst natürlich wieder als besonders schauerliche Gruselmutante vorgestellt wurde. Ja, und noch gruseliger als Omikron waren damals eigentlich nur die Ungeimpften. Es scheint vielen von uns wahrscheinlich schon ganz weit weg zu sein, aber es ist noch kein Jahr her, als Leute ohne Corona-Impfung aus dem gesamten öffentlichen Leben ausgesperrt waren wie hochinfektiöse Aussätzige im Mittelalter, als Promis öffentlich dafür warben, Ungeimpfte bei Weihnachts- und Silvesterfeiern auf jeden Fall auszuladen, ihr erinnert euch. Wer sich der vermeintlich rettenden Spritze verweigerte, zog damals ähnlich viel Hass und Schmähungen auf sich wie heute jene Leute, die sich weigern, Selenskyj für eine Freiheitsikone zu halten oder die sich weigern, auf einen militärischen Sieg der Ukraine zu wetten. Ja, für Selenskyj und die Ukraine haben sich vor einem Jahr tatsächlich noch die wenigsten interessiert. Dafür würde heftig über die Notwendigkeit einer allgemeinen Impfpflicht diskutiert, denn die Ungeimpften waren schließlich an allem schuld. Das heute uns alle beeinträchtigende Infektionsgeschehen rührt von den Ungeimpften her. Der größte Bremser für wirklich maßgebliche und auch langfristige Lockerungen sind die Ungeimpften. Wenn Sie und Ihre Freundinnen der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann wäre ich jetzt wieder frei. Boah, noch hysterischer geht kaum. Aber immerhin hat uns Lauterbach ja unablässig eingebläut. Die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass diese ganze Gespensterdebatte noch nicht mal ein Jahr her ist. Und es ist ja schon interessant. Die meisten Ansichten, für die man damals als Corona-Leugner, Wissenschaftsfeind und Impfgegner geteert und gefedert wurde, für die man von den neuen Wahrheitsministern der Faktenchecker wegen der Verbreitung von Falschinformationen in der Luft zerrissen und wegen derer damals YouTube-Videos und Facebook-Posts gelöscht wurden. Die meisten dieser Ansichten sind heute allgemein anerkannte Wahrheiten. Ja, die Impfung schützt nicht vor Infektionen und auch nicht vor der Weitergabe des Virus. Deshalb ist es übrigens ein Skandal, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht bis Jahresende immer noch existiert. Und nein, die Impfung ist nicht nebenwirkungsfrei, sondern kann sogar schwerste und tödliche Nebenwirkungen haben, wenn auch zum Glück nur in seltenen Fällen. Und nein, Kinder sind keine Infektionstreiber. Und ja, Lockdowns und auch das ständige Tragen von Masken schaden dem Immunsystem, vor allem dem der Kinder, die sowieso am meisten unter dem ganzen Pandemieregime à la Lauterbach gelitten haben und jetzt angesichts historischer Höchststände an Atemwegsinfekten noch nicht mal mehr Zugang zu ausreichenden Mengen an Fiebersaft und Antibiotika haben. Von einer angemessenen Krankenhausversorgung ganz zu schweigen. Da hat man nämlich in all den Jahren und übrigens auch noch in der Corona-Zeit fleißig
Betten abgebaut in der Kindermedizin. Na klar, rechnet sich ja nicht. Und muss ja alles profitabel sein. Und der Mann, der das alles maßgeblich zu verantworten hat, der uns nahezu die ganze Corona-Zeit mit scheinwissenschaftlich aufgehübschten Falschinformationen versorgt hat, wo sich allenfalls noch die Frage stellt, hat er bewusst gelogen oder hat er wirklich keine Ahnung? Dieser Mann ist immer noch Gesundheitsminister. Und da wundern sich einige, dass viele Menschen jedes Vertrauen in die Politik verloren haben. Das Einzige, was uns 2022 erspart geblieben ist, ist Lauterbachs Dauerpräsenz in den Talkshows. Da wurde er ab Februar von anderen abgelöst, die allerdings in Sachen Dummschwätzerei durchaus auf seinem Level mithalten konnten. Denn am 24. Februar sind wir ja, in den Worten unserer großartigen Außenministerin, plötzlich in einer anderen Welt aufgewacht. In einer Welt, in der es plötzlich wieder einen Krieg gibt. Einen brutalen, verbrecherischen Angriffskrieg. Das war, wenn man ihr glauben darf, für Annalena Baerbock wirklich ein Schock. Haben wir doch all die Jahre zuvor offenbar in einer seligen Welt des Friedens gelebt. Na, oder zumindest waren offenbar all die Kriege vorher nicht brutal und nicht verbrecherisch, sondern irgendwie ganz anders. Immerhin wurden sie ja, zumindest die meisten davon, von der Führungsmacht des Wertewestens vom Zaun gebrochen. Ich denke, in Sachen Zeitenwende hat der gute alte George W. Bush eigentlich alles Nötige gesagt. The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine. Iraq too. Anyway. Naja, Ukraine, Irak. Das kann man schon mal verwechseln. Und im Ernst, ja, das ist keine lustige oder witzige Sache. Russland hat im Februar einen Angriffskrieg begonnen gegen die Ukraine. Und dieser Krieg ist völkerrechtswidrig, er ist brutal, er ist nicht zu rechtfertigen. Und darüber kann und sollte man sich durchaus empören. Nur die Frage stellt sich, waren all die anderen völkerrechtswidrigen, brutalen und durch nichts zu rechtfertigen Angriffskriege, die allein in den ersten zwei Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts stattgefunden haben, waren die weniger empörenswert? Und weshalb eigentlich dürfen die USA, Saudi-Arabien oder die Türkei auf dem Staatsgebiet anderer Länder Bomben, Foltern und Kriegsverbrechen begehen, ohne dass solche Untaten jemals mit Sanktionen geahndet werden? Wird uns doch immer so weiß gemacht, man darf ihn doch nicht machen lassen, deswegen muss man doch Sanktionen verhängen. Wieso hat man das eigentlich bei anderen Kriegen nicht gemacht? Im Namen des Kriegs gegen den Terror haben allein die Vereinigten Staaten 7 Länder überfallen. Sie haben im Irak oder in Libyen ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht. Sie haben in Afghanistan, Pakistan, Syrien, dem Jemen oder Somalia bisher über 100.000 Angriffe mit Drohnen ausgeführt und dabei Frauen und Kinder zerfetzt, die das Pech hatten, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein. Sie haben Staaten, die ihren Bürgern zuvor Stabilität und einen gewissen Wohlstand bieten konnten, in unregierbare Failed State verwandelt, deren Bewohner sich seither gegenseitig massakrieren, weil islamistische Banden um die Macht kämpfen. Niemand kennt die genaue Zahl der Opfer dieser Kriege. Sicher ist, dass sie die Millionen übersteigt. Ja, auch in der Ukraine geschieht Schreckliches. Auch hier sterben Frauen und Kinder. Und von vielen Städten und Dörfern in den Kampfgebieten sind nur noch rauchende Ruinen übrig. Aber weshalb ausgerechnet dieser Krieg die Welt zu einer anderen gemacht haben soll, die Begründung dafür sind uns die Propagandisten der Zeitenwende bis heute schuldig geblieben, finde ich. Und der Ukraine-Krieg ist übrigens auch nicht der erste Krieg in Europa seit Hitlers Überfall auf Polen, wie uns immer weiß gemacht wird. Ja, das Leid, das die NATO-Bombardements damals in Jugoslawien angerichtet haben, das wurde uns nicht tagesaktuell jeden Abend in der Nachrichtensendung übertragen. Aber war es deshalb weniger schlimm? Die NATO hat damals übrigens genau das Gleiche gemacht, wie Putin aktuell in der Ukraine und sich sogar noch damit gebrüstet, sie haben nämlich die Strom- und Wasserversorgung lahmgelegt mit Bombardements. Natürlich ist der Angriff auf zivile Infrastruktur ein Kriegsverbrechen, ohne jede Frage. Es ist nur eins, das zu fast jedem Krieg der jüngeren Zeit dazugehört hat. Und auch das sollte man nicht vergessen. Eine echte Zeitenwende allerdings, das muss man zugeben, hat sich offenbar im Kopf gewisser Politiker vollzogen.
Einstige Wehrdienstverweigerer kennen plötzlich die exakten Namen aller in Deutschland produzierten Panzertypen und vermitteln den Eindruck, sie würden am liebsten gleich selbst mit geladenem Rohr gegen Russland rollen. Das Bemühen um diplomatische Konfliktlösung, um Frieden, das gilt plötzlich als hoffnungslos gestrig. Seit Monaten kreist die deutsche Debatte dagegen nur noch um ein Thema. Ich bin davon überzeugt, dass wir mehr Waffen liefern müssen. Dass die Ministerien mit aller Kraft daran arbeiten, dass so viele Waffen wie möglich geliefert werden. Dass wir auch direkt an die Ukraine Schützenpanzer liefern, möglicherweise auch Kampfpanzer. Dass man zum Beispiel Marderpanzer dringend an die Ukraine liefern sollte. Wir werden die Ukraine weiter unterstützen mit Waffenlieferung. Also um zu dem Thema auch mal meinen militärfachmännischen Sachverstand beizutragen, also mindestens so groß wie der von Hofreiter ist der sicher auch. Vielleicht sollten wir lieber die modernsten Puma-Panzer der Bundeswehr liefern. Die schießen wenigstens nicht, zumindest soweit man das den Nachrichten entnehmen konnte. Damit können sie dann wenigstens auch keinen Schaden anrichten. Aber im Ernst, Waffen, immer mehr Waffen? Glaubt irgendwer, dass sich damit der furchtbare Krieg in der Ukraine beenden lässt? Irgendwo auf einer Demo habe ich mal ein sehr schönes Plakat gesehen. Darauf stand, wer Waffen liefert, will Krieg. Sonst würde er Diplomaten schicken. Und ich finde, genau das trifft es. Aber vielleicht geht es ja gar nicht um Frieden. Es geht um Sieg, das wird ja teilweise sogar ganz offen gesagt. Das ist in der Tat so, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Und deshalb muss die Ukraine diesen Krieg gewinnen. Und die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen. Das heißt, die Ukraine muss gewinnen. Ukraine must win this war. Na klar, wenn es weiter nichts ist. Ein Krieg gegen eine Atomwacht, den kann man natürlich mal ebenso gewinnen. Wenn man nur genug Waffen liefert an die Ukraine. Und für all die, die jetzt auf Afghanistan verweisen oder auf Vietnam. Ja, diese Kriege wurden gegen Atommächte gewonnen. Aber es waren Kriege weit weg von den kriegführenden Mächten. Da ging es zwar auch um viel, aber längst nicht um alles. Wenn überhaupt, lässt sich die russische Interessenlage im Ukraine-Konflikt mit der amerikanischen in der Kuba-Krise in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts vergleichen. Als sie um jeden Preis die Aufstellung russischer Raketen vor ihrer Haustür verhindern wollten. Und für dieses Ziel, da sind sich Beobachter damals einig gewesen, ohne zu zögern einen dritten Weltkrieg in Kauf genommen hätten. Und übrigens auch die Parallele zu Vietnam, die ich öfter mal gehört habe. Wann war denn dieser schreckliche Krieg endlich zu Ende? Nachdem über 3 Millionen Menschen umgebracht worden waren, nachdem Unmengen an schrecklichen chemischen Waffen über dem Land ausgekippt wurden und tausende Kinder mit Napalm bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Wollen wir, dass auch in der Ukraine erstmal 3 Millionen Menschen sterben? Dass auch dort immer schrecklichere und tödlichere Waffen eingesetzt werden? Wo soll denn das enden? Tja, neben dem Krieg gab es in diesem Jahr eigentlich nur noch ein Thema, das die öffentliche Debatte absolut bestimmt und unser Leben ja tatsächlich auch schon nachhaltig beeinflusst hat. Die rasant steigenden Preise von Lebensmitteln, aber vor allem für Energie. Und leider ist da ja auch für die Zukunft keinerlei Entwarnung angesagt. Im nächsten Jahr werden die Energierechnungen für die meisten sich noch mal mindestens verdoppeln, trotz Preisbremse. Und man muss schon das Gehalt eines Bundeskanzlers haben, um das irgendwie lustig zu finden. Neulich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Wie witzig ist das denn? So ein Depp baut sich eine Gasheizung ein. Wobei die Frage ist, was man schlimmer findet. Politiker, die ihre Wähler auslachen? Oder solche, die ihnen wohlmeinende Ratschläge zur Umstellung ihrer Körperhygiene geben? Also, ihr kennt das ja alles. Wir sollen ja neuerdings nur noch kurz oder am besten kalt duschen. Oder vielleicht auch den guten alten bewährten Waschlappen wieder rausholen. Denn immerhin, wenn wir die Heizung auf 19 Grad runterdrehen, naja, dann schwitzen wir ja zumindest nicht mehr. Und vielleicht kommt man dann auch ein paar Tage ganz ohne Körperwäsche aus. Noch vor 100 Jahren haben die Leute schließlich auch so gelebt. Denn immerhin dient alles ja einem hehren Zweck.
Und wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Dann zieht man halt einen Pullover an. Und wenn man einen zweiten Pullover anzieht, dann geht's auch. Das kann jede und jeder an seine Heizung selbst einstellen. Und wem das zu kompliziert ist, einfach vorm ins Bett gehen, den Thermostaten runterdrehen. Also für alle, die so doof sind, wie Kretschmann das offensichtlich von seinen Wählern vermutet. Ja, die Heizung dreht man am Ventil herunter. Oh Mann, da wärt ihr vermutlich nie drauf gekommen, oder? Und solche Knalltüten werden immer wieder gewählt. Ich frage mich echt, von wem? Und ja, wenn wir über die Flops von 2022 reden, dann könnten wir jetzt in Endlosschleife Habeck einspielen. Also alles, was der Mann in diesem letzten Jahr angepackt hat, muss man ja sagen, ist eigentlich ein Flop. Vom Bückling in Katar über die Gasumlage bis zu seinen wirklich sehr inspirierenden Ausführungen zum neuen Insolvenzgebaren oder dem völlig überteuernden LNG-Terminal von der Resterampe, das woanders wegen seiner umweltschädlichen Wirkung gar nicht mehr eingesetzt werden durfte und das wir jetzt gefeiert haben, weil es ja jetzt Deutschland mit Gas versorgen kann, schönes, teures, schmutziges US-Fracking-Gas. Was war da eigentlich kein Flop? Oder unsere große Außenministerin vom Völkerrecht, die sich lieber gar nicht darum kümmert, was ihre deutschen Wähler so denken. Na schön. Und da gibt's noch einige in dieser Bundesregierung, die offenbar von der gleichen Maxime getragen sind. Ich denke da zum Beispiel auch an unsere wirklich inspirierende Innenministerin, Frau Faeser. Erinnert ihr euch noch an die schönen Bilder mit One Love-Binde, heldenhaft im Fußballstadion? Also da kann man ja wirklich nur sagen, der große Vorteil des frühen Ausscheidens der deutschen Mannschaft bestand auf jeden Fall darin, dass uns solche Bilder bei den ferneren Spielen weitgehend erspart geblieben sind. Und noch toller war ja der zweite große Auftritt unserer Innenministerin. Das medial perfekt durchgestylte Event als eine Rentnerkuh, um den blaublütigen Prinzen von Reuß als staatsgefährdende Terrorgruppe hochgenommen wurde. Alle Medien waren live dabei und konnten berichten. Also um nicht missverstanden zu werden. Natürlich ist es gefährlich, wenn Leute, die nicht ganz dicht sind, über Waffen verfügen. Und ich bin durchaus für strengere Waffengesetze. Ich finde nur erstaunlich, dass just dieser Vorschlag ganz schnell in die Schublade gelegt wurde. Und dass zum Beispiel im Speziellen Reichsbürger gefährlich sind, das haben sie mehrfach unter Beweis gestellt. Es wurden ja schon Polizisten erschossen. Aber so zu tun, als ob diese Truppe jetzt im Ernst Deutschland eine Monarchie hätte verwandeln können und gleich um die Ecke zu kommen mit Forderungen nach strengeren Gesetzen in Richtung Demokratiefeinde müssen raus aus dem öffentlichen Dienst und zwar ohne lästige Gerichte zu fragen. Also wenn sowas passiert, muss man sehr, sehr hellhörig werden. Naja, es gab noch viel in diesem Jahr, über das wir uns sicher geärgert haben. Es gab vielleicht auch das ein oder andere, das glaube ich schon, worüber man sich vielleicht mal freuen konnte. Aber jetzt kommen ja auch die Feiertage und ich denke, ihr, mir geht's jedenfalls so, freut euch drauf. Jetzt kommt eine etwas ruhigere Zeit und dann kommt ein neues Jahr. Und auch wenn derzeit nicht viel dafür spricht, ich wünsche euch und uns allen, dass es ein besseres Jahr werden möge als das letzte. Und ein bisschen liegt das ja auch an uns selbst. Und das beginnt damit, dass wir die Lügen, die uns immer wieder aufgetischt werden, nicht unkritisch glauben, sondern immer wieder und auch so laut wie möglich widersprechen, wenn man uns Dinge erzählt, die eigentlich eine Beleidigung unserer Intelligenz sind. Also, alles Gute für die Feiertage, habt ein schönes Fest, kommt gut ins neue Jahr und dann sehen wir uns auch sehr bald wieder.